Hi. Und ganz herzlich willkommen hier im Pfälzerwald, liebe Fußballfreaks. Heute zum Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Doch bevor wir hier ganz kurz zu dem Intro kommen, möchte ich noch das eine oder andere Wort in Eigenwerbung verlieren, denn der Song Die Kurve in mir ist jetzt auf Spotify verfügbar. Ganz viele von euch haben nachgefragt, wir haben uns darum gekümmert. Darum, erster Link unten in der Beschreibung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft. Hier ein kleiner Teaser. Ich bin stets bei dir, jedes Wochenende, mein ganzes Leben lang. Mein FCK, ich gehör zu dir, man kriegt mich niemals aus der Kurve. Oder die Kurve aus mir. So, aber jetzt zur heutigen Begegnung. Der erste FC Kaiserslautern trifft also auf Eintracht Braunschweig. Diese haben sich ja in der letzten Zeit ziemlich aufgerappelt und sind jetzt wieder über dem Strich. Das letzte Spiel einfach 3:1 gegen die Hamburger gewonnen. Das hat, glaube ich, auch niemand so gedacht. Souverän gespielt, und wenn man sich die beiden Vereine im Vergleich anschaut, die vergangenen 5 Spiele, da hat der FCK ein kleines bisschen einen Vorteil. Aber trotzdem ist es nur ein Testspiel gewesen, dass wir eben mehr gewonnen haben. Im Gegensatz zu Braunschweig, die eben unentschieden in ihrem Test gegen St. Pauli gespielt haben. Schauen wir einfach mal, was das heute wird. In der allgemeinen Begegnungsbilanz liegt der FCK etwas weiter vorne, und der eine oder andere wird sich auch noch an die letzte Begegnung erinnern. Damals 5:0, souverän im Saisonabschluss der FCK mit dem Sieg. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es ein richtig geiles, richtig spannendes Spiel wird. Der FCK in der allgemeinen Tabelle, jetzt Vorspieltagstabelle, 10. Ja, aber in der Blitztabelle sind wir wieder etwas abgerutscht. Ich weiß, es sind einige Punkte Abstand zum Tabellennachbarn nach unten, aber trotzdem, wir brauchen die Zähler. Dementsprechend hoffe ich einfach sehr, dass unsere Mannschaft alles gibt, die 3 Punkte auf dem Betze behält. Ich fahre jetzt weiter, also Bella fährt weiter, ich sitze nebendran und höre Musik. Und wir sehen uns dann danach, irgendwann. Haut rein! Wir begrüßen den Verein der Mannschaft Nummer 1, Julian! Oh! Kleiner!
Ganze Polizeikosten in die Höhe treiben. Frau Behrens, reden Sie ruhig weiter, bis Ihnen was einfällt.
liebe Fußballfreaks, und ganz herzlich willkommen zum 13. Spieltag in der Saison 2024-2025. Ja, das musste ich jetzt hier am Ende sagen, denn am Anfang habe ich es ja vergessen. Bäm, und schon kann ich euch auch zum Schlusswort begrüßen, denn das war es auch schon wieder mit dem Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. Die über 45.000 Fans haben echt am Ende ein, ich sag mal, total übertrieben unnötig spannendes Spiel geboten bekommen. Denn, naja, kommt, wir rollen das Ganze wieder von hinten auf. Wie erwähnt, über 45.000 Fans haben das Fritz-Walter-Stadion wieder gefüllt. Einfach richtig geil, welchen Zulauf der FCK wieder hat. Es geht einem einfach richtig gut dabei, das muss man schon so sagen. Und diese haben auch wirklich ein gutes Spiel vom FCK gesehen unterm Strich. Aber es gab noch außerhalb des Feldes das eine oder andere. Und zwar herzliche Gratulation zu 15 Jahren Teufelsbande. Mit einer kleinen, aber feinen Choreo fand ich das richtig geil. Ganz, ganz, ganz toll. Und herzliche Grüße natürlich auch an unsere Szene, die da den Kleinen dabei geholfen hat. Also, ich finde, das kann sich schon sehen lassen, oder? Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass wieder Justin, unser Capo, auf dem Zaun war und solch einen Vollgas gegeben hat. Also, ich finde seine Kommentare, seine Peitschungsreden immer so richtig geil. Also weiterhin gute Besserung mit deinem Kreuzbandriss, aber das war schon richtig geil wieder. Ansonsten war die Stimmung irgendwie schwer, so wie dieses Spiel. Denn ganz ehrlich, mich wundert bis heute, das ist jetzt einen Tag später, also es wird mich aber auch noch morgen wundern, wie konnte Braunschweig dieses Spiel mit 11 Mann am Schluss beenden? Ich weiß nicht, wie oft Jokota umgetreten werden muss, bis da endlich mal was passiert. Und passiert ist nämlich genau gar nichts. Also, nee, keine Ahnung. Das ging das ganze Spiel über. Gut, jetzt aber wieder chronologisch. Ich versuche, meine Gedanken irgendwie zu sortieren. Also die Anfangsviertelstunde, da war Braunschweig tatsächlich noch etwas aktiv. Aber dann hat der FCK absolut dominiert. Punkt, Schluss, da gibt es auch keine große Diskussion. Und deswegen war auch das 1:0 in der 17. schon absolut gerechtfertigt. Und ich empfinde wirklich, dass wir unterm Strich hätten mit 4:0 oder sowas gewinnen können, müssen, sollen, dürfen. Aber da hat dann der Schiedsrichter doch was dagegen gehabt. Denn dieser Elfer nach dem 2:0 für den FCK, ey, das ist doch ein absoluter Witz. Also wenn wir das pfeifen, Dann haben wir echt bei jedem Spiel 8 Elfmeter. Aber der FCK hat natürlich wieder grandios reagiert und so in 6 Minuten 3 Tore. Wow, was ging denn da ab? Also, das war schon richtig geil, noch vor der Halbzeit. Die zweite Hälfte war etwas träger, muss man sagen. Aber wir haben uns das dann auch irgendwie selbst schwer gemacht. Braunschweig wurde Stück für Stück immer besser, jetzt nicht auf einmal mega dominant, aber wir haben da einfach aufgehört, so konsequent zu spielen. Und wenn dann auch noch solche Dinge wie mit Hanslik nicht geahndet werden, ja Leute, ich dachte, wir haben den VAR, der ja alles so unendlich fair machen soll und dafür sorgt, dass der Sport gut bleibt oder wird oder was weiß denn ich, was diese ganzen Honks sich von einem VAR erhofft haben. Aber dass er dann in solchen Szenen nicht eingreift, ist einfach ein Witz. Und dass die Braunschweiger den Ball nicht ins Ausspielen, finde ich jetzt auch nicht so cool. Denn ja, ich weiß, und darüber rege ich mich ja auch regelmäßig auf, die Fußballspieler heutzutage, die kugeln manchmal länger über den Platz als der Ball selbst. Aber nee. Irgendwann muss man auch mal registrieren, oh, der Typ, der liegt jetzt schon gefühlt eine Viertelstunde, da kann man mal gucken. Und dann regen die Braunschweiger sich auch noch auf, wenn Hanslik sich eben ins Feld hineinwirft, dass das Spiel eben unterbrochen werden muss. Warum es dann zu keiner Überprüfung kam, sorry, Alter, keinen Plan. Naja, gut. Dann noch kurz vor Schluss, wirklich ganz knapp vor dem Schlusspfiff, noch dieses absolut unnötige 3:2. Kral, du weißt, ganz viel Liebe und große Ehre an dich, aber das war echt ein Patzer. Mach dir aber nichts draus. Hey, ganz ehrlich, es gab Leute, die sich da mega drüber aufgeregt haben. Jeder Torwart macht mal Fehler. Punkt, sowas passiert. Und du hast ihn schon so oft den Arsch gerettet. Da kommt es jetzt auf dieses, ja, zwar unnötige, aber eigentlich komplett irrelevante Gegentor auch nicht an. Wenn du uns dafür dann gegen Schalke die 3 Punkte festhältst, ist das alles wieder vergessen. Nein, also vollkommen in Ordnung. Die nachfolgenden Sekunden waren für mich unendlich anstrengend. Also ich war total fertig mit den Nerven.
und echt total runtergerieben. Naja, vollkommen egal, am Ende sind die drei Zähler eben unser, was uns in der Tabelle auf Rang 9 bringt. Und wenn wir da mal ganz kurz nach... Nein, das tun wir nicht. Punkt, das tun wir nicht. 40 Punkte, das ist das niedrigste Ziel. Und davon haben wir schon 4 Spieltage vor der Winterpause die Hälfte. Das ist auch ziemlich geil. Und schauen wir uns jetzt einfach mal die Formtabelle an. Was geht denn ab? Da sind wir einfach Zweiter. Läuft bei uns, würde ich sagen. Also, es kann so weitergehen. Ganz herzliche Grüße möchte ich raushauen an den lieben Lillebror, der mir hier dieses Trikot von Tennis Borussia Berlin zugesendet hat. Hey, voll cool. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dann möchte ich noch das United Empire vom FCK grüßen. Haut da rein. Und ein mega großes Danke geht raus an alle anonym bleiben wollende, ist das grammatikalisch richtig? Jetzt schon. Spender, die mir gestern direkt etwas in die Hand gedrückt haben. Also ganz, ganz viel Liebe und ich würde euch wirklich gerne namentlich grüßen. Aber wer anonym bleiben möchte, möchte anonym bleiben. Bedeutet aber nicht, dass wir das weniger zu schätzen wissen. Ganz viel Liebe und Ehre. So Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich habe glücklicherweise Urlaub und das war auch ziemlich nötig, denn das Wochenende hat mich 12 Jahre älter gemacht. Boah, ich werde echt langsam alt, gell? Und wir sehen uns dann auch schon wieder am Freitag hier auf der Couch zum Auswärtsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04. Das wird richtig spannend und ich bin einfach guter Dinge, dass wir auch da was reißen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund und ich würde sagen, wir sehen uns auf der Couch. Ich hab vorbeigeworfen. Was? Ich kann den doch eh nicht fangen. Warte. Oh Gott. Moment. Ich noch was? Du fangst. Oh Gott. Hier. Ja! Es ist fair, einem Blinden Sachen zuzuwerfen. So, haut rein. Ciao.